Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch einmal zu diesem Flüchtlingshangar. Der Wartebereich der Docks. Da haben wir mindestens noch zwei Sachen zu tun. Und das möchte ich auf jeden Fall noch machen. Mensch, wir sind ganz schön lange hier, aber ich, ja, ich hoffe, dass euch das nicht stört, dass wir hier ziemlich lange sind. Oh. Seien Sie doch still. Was bitte? Ich will es nicht hören. Sie glauben, die Menschen hatten es schwer. Aber wissen Sie, was auf Kashan geschehen ist? Ich bitte um Entschuldigung. Ich dachte nur, weil Ihre Heimatwelt... Hören Sie auf. Hören Sie einfach auf. Oh Gott. Der muss echt Grausames miterlebt haben. Die sind ja wirklich überrannt worden. Sind die Ersten, die angegriffen worden sind. Und sie hatten keine Ahnung davon. Sein... Oh, beide sind hier. Gehen wir erst zu Sein. Oh cool, es ist ein Salarianer, der wird es schon klappen. 30 oder 40 überleben. Mehr nicht. Sie haben gesagt, die Kämpfe werden immer schlimmer. Wir müssen Platz für sie schaffen. Das wird für eine Weile ihr Zuhause sein. Bereit machen, Männer. Keine Angst. Darum bin ich nicht hier. Ich will über Jonas Sedaris Freilassung reden. Oh, dann koordinieren Sie das also, richtig? Es war meine Idee. Arya wollte die Unterstützung von Eclipse. Und ich hole auf diesem Weg den Boss raus. Sie brauchen Sedaris nicht. Ich glaube, Sie sind besser geeignet. Sie sollten Eclipse leiten. Hä? Sie könnten das. Lassen Sie Sedaris im Knast und machen Sie den Deal selbst. Hm. Das wäre ein Aufstieg. Und Arya würde mir die Führung überlassen? Ich denke schon. Warum denn nicht? Okay, okay. Dann machen wir das so. Sedaris bleibt im Knast. Ich rufe sofort Arya. Guter Mann. So haben wir sogar was Positives gemacht und er ist uns einen Gefallen schuldig. Ach so, Dana Voske. Wow. Arya hat nicht geflunkert. Der große Commander Shepard an einer Leine. Ha. Ich habe eigene Gründe, dass ich hier bin, Voske. Aber natürlich. Wie auch immer, sagen Sie ihr, ich sei beeindruckt. Aber um Geschäfte zu machen, muss erst mein kleines Problem gelöst werden. Was für ein Problem? Und das wäre? Ein turianischer General namens Oraka hat es auf die Blue Suns abgesehen. Er beschwert sich massiv über unsere Aktivitäten in diesem Sektor. Mhm. Sobald Oraka tot ist, tot, kann Arya über meine Leute verfügen. Was verschweigen Sie mir? Hinter Orakas Beschwerden steckt doch bestimmt mehr. Wir machen lediglich kleine Überfälle entlang der Handelsrouten. Mit Aryas Zustimmung übrigens. Hm. Oraka ist nichts als ein militärisches Fossil, das aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist, um die glorreichen Tage wieder aufleben zu lassen und seine Existenz zu rechtfertigen. Sein Verlust schadet ihrem Krieg nicht, aber die Dienste der Blue Suns, nun, sie wissen ja, wie wir arbeiten. Ich werde definitiv nicht für sie töten. Sie glauben wirklich, ich würde einen turianischen General liquidieren? Arya scheint es zu glauben. Warum hätte sie sie sonst hergeschickt? Weil sie mich verarschen will. Sie kannte den Preis. Klären Sie das untereinander. Hm. Und, sagen Sie Arya, dass ich immer noch mit ihrem blauen Hintern in meinem Bett rechne. Was? Das glaubt er doch selbst nicht. Was gibt's denn, Shepard? Wussten Sie davon? Könnten Sie etwas präziser sein? Dana Voske erwartet, dass ich General Oraka töte. Wen interessiert, was Voske will? Oraka muss doch nur damit aufhören, seine Aktionen zu stören. Hm. Ich dachte, wenn Sie mit Oraka reden, können Sie ihn dazu bringen, dass er sich zurückzieht. Ja, das schaffe ich vielleicht. Und wenn er nicht vernünftig wird, rufen Sie mich und ich kümmere mich darum. Das ist doch genau dasselbe. Ich sehe da keinen Unterschied. Der Unterschied ist, dass ich ihm die Chance gebe, sein Leben zu retten. Das ist nicht Ihr Ernst, sie würde ihn einfach töten. Klar. Und warum haben Sie mir das nicht selbst gesagt? Weil Voske Sie persönlich sehen musste, um zu erkennen, mit wem er es zu tun hat. Hm. Außerdem könnte ich es nicht ertragen, wenn mir der Dreckskerl nochmal auf die Titten starrt. Dann würde ich ihn nämlich umbringen. Ja, er hat erwähnt, dass ich mit ihm schlafen werde. Wir haben alle unsere Wahnvorstellungen. Hm. Okay, wo ist dieser Oraka? Wir müssen auf jeden Fall... Okay, im Präsidiums Unterhaus 4 hier. Wir müssen definitiv schnell mit ihm reden. Ich glaube nicht, dass wir ewig Zeit haben. Oh. Die werden ins Präsidium geliefert. Dann nehmen Sie Kontakt mit Commander Bailey von C-Sicherheit auf. Sagen Sie ihm, Gareth Vakarian würde es als persönlichen Gefallen betrachten, wenn er die Lieferung umleiten könnte, damit die Leute hier nicht verhungern müssen. Gareth ist ein guter Soldat geworden.
oder ein guter Offizier. Er ist meiner Meinung nach mein erster Offizier. An der Norme, die ihm gehört, ist meiner Meinung nach. Denn er ist, wie wir ja auch schon in dem Shadowbroker DLC gelesen haben, eigentlich. Der Rat hat die Freilassung von Sidaris ausgesetzt, ausgerechnet auf Anraten von Arya Tilok, verrückt. Das hat also funktioniert. Das können Sie laut sagen. Danke für Ihre Hilfe, Shepard. Kein Problem. Ja, dass er halt selbst Führungsqualitäten hätte oder sehr gut sogar wären und sie nur von Shepard überschattet werden würden und dadurch halt nicht so klar zum Vorschein kommen. Das heißt, sollte Shepard wirklich sterben, könnte Garrus weitermachen. So. Es lädt und wir sind in den Botschaften. Wo wir übrigens falsch sind, was mir gerade aber erst auffällt. Wir können immer noch nicht mit ihm reden, oder? Ja, ich oder doch? Haben Sie meinen Sohn gefunden? Noch nicht. Okay, es wird irgendwie nicht getriggert, die Mission. Wo sollte ich? Ja, genau, ins Präsidiumsunterhaus muss ich. Ja, ich habe noch nicht so ganz die Übersicht. Man müsste zwischen den verschiedenen Sachen auch laufen können, einfach. Anstatt immer nur mit dem Fahrstuhl zu fahren. Ich bin nicht so der Fahrstuhl-Fan, wenn es da keine coolen Konversationen gibt. Und da ist Uraka. Commander Shepard. General Uraka. Wir kennen uns aus Koras Nest. Ich glaube, es ging Ihnen nicht besonders. Der Betrunkene, oder? Besoffen. Vor meiner Pensionierung. Ich bin jetzt trocken und wieder im Dienst. Gut. Sie sollen gegen die Blue Suns vorgehen. Ich muss meinen Teil für die Citadel tun. Die Blue Suns überfallen Waffenlieferungen an C-Sicherheit. Ich werde das beenden. Diese Söldner gefährden die Verteidigung der Citadel, falls der Krieg bis hierher kommt. Wenn der Krieg hierher kommt. Das wird er wahrscheinlich. Es gibt auch andere Quellen für Waffen, General. Hab ich alles versucht. Es gibt einen Schwarzmarkthändler auf der Citadel, aber der verkauft seine besten Waffen nicht. Vielleicht können wir den überzeugen. Die Reaper vernichten alles auf ihrem Weg und ich kann sie nicht aufhalten. Aber ich kann die Blue Suns aufhalten. Wir müssen versuchen, ihn zu retten. Also ich besorge ihnen Waffen. Mal sehen, was ich für sie tun kann. Freut mich, dass sie helfen. Falls es nicht klappt, habe ich schon einen Aktionsplan. Oh oh. So, wo könnten wir denn jetzt Waffen bekommen? Meridian Marktplatz mit Kennick können wir da reden. Wo ist Kennick? Hä? Wer ist Kennick überhaupt? Ach, Meridian Marktplatz ist da unten, obwohl hier das Schild steht. Gut, dann kriegen wir von dem vielleicht Waffen. Erst nach unten. Wo ist der genau? Hier muss er doch irgendwo. Ist er oder sie? Hier nicht. Hier irgendwo. Ah, da hinten. Den kenne ich zwar noch nicht, aber gut. Hören Sie, ich will keinen Ärger. Ich habe einen Gewerbeschein und meine Waffen sind alle legal. Okay, was zur Hölle? Das sind nur leichte Waffen. Wo haben Sie Ihre Spitzenware? Scheiße, Sie arbeiten auch für C-Sicherheit? Mich hat deshalb schon der alte Turianer genervt. Ich habe wirklich bessere Ware, aber die ist unverkäuflich. Wenn die Reaper die Galaxie erstmal zerlegt haben, sind Credits wertlos. Was meinen Sie damit? Was genau wollen Sie mir sagen? Was auch geschieht, es wird Überlebende geben und Chaos. Und dann wird alles über Tauschgeschäfte abgewickelt. Er hat nicht Unrecht. Darauf bereite ich mich vor. Meine beste Ware gibt's nur für Gebrauchsgüter und echte Artefakte. Was wollen Sie haben? Also, wie komme ich an Ihre Schätze ran? Der Turianer hat mit Credits rumgewedelt und dann draufgespuckt. Sie sind flexibel, das gefällt mir. Wenn Sie beim Retten der Galaxie was Seltenes finden, bringen Sie es mir. Und ich teile dann meine Topware mit C-Sicherheit. Kein Thema. Ansonsten gibt's bei mir nur diese Waffen. Was meint ihr jetzt mit besonderen Sachen? Credits helfen mir nichts, Commander. Wenn C-Sicherheit meine beste Ware will, müssen Sie mir dafür Artefakte bringen. Was für Artefakte könnte er denn meinen? Ach so, wir sind im Kodex. Verbessert das. Oh Gott, ist das hier viel. Nicht Beweise, sondern hier. Danavosk, Blave, General, bevor Blue Suns Area. Finden Sie einen Weg mit Uraka fertig zu werden.
Na gut, da steht jetzt leider nichts Neues dazu drin. Ich kann es auch nicht aufklappen oder so. Wir müssen Artefakte finden für ihn. Aber welche Art von Artefakten, wisst ihr? Das ist halt so ein bisschen... man könnte ihm irgendeinen Schrott geben. Ich habe noch keine Ahnung was. Aber ich möchte nicht, dass Uraka stirbt. Vielleicht können wir ihn ja nochmal ansprechen darauf. Gott, wie alle gleichzeitig rumreden. Die Nachricht, naja, vielleicht können wir ihn ja nochmal darauf ansprechen. Wenn Sie keine neue Quelle für Waffen für C-Sicherheit finden, stelle ich selbst eine Einsatztruppe gegen die Blue Suns zusammen. Okay, ich arbeite daran. Ich besorge die Waffen, General. Ich begrüße Ihre Bemühungen, Commander. Aber ich war schon zu lange untätig. Ich kann nicht mehr einfach nur zusehen. Oh oh, ich möchte nicht, dass er stirbt. Weil ich irgendeinen Fehler gemacht habe, aber ich habe jetzt noch gar keine Artefakte, die ich einfach so jemandem geben kann. Und ich weiß auch nicht, welche Artefakte. Vielleicht wird es auf der Galaxiekarte angezeigt. Vielleicht wird es auch auf dieser Karte angezeigt. Nee, es sieht allerdings nicht so aus. Nein. Na gut, dann gehen wir erstmal zurück zu Normandy. Und gucken uns weitere Ziele an. Ankunft in Andockbucht D24. Der Keeper läuft da hinten schon wieder rum. So. Und ja, ich möchte zurück zu Normandy. Jetzt schwebt er wieder im freien Raum rum. So, irgendwas Neues? Commander? Sieht nicht so aus. Hier vielleicht? Nö. Dann gucken wir mal, ob hier Artefakte angezeigt werden, nachdem ich hier erstmal ganz rausgehe. Massenportalsprung. Treffen mit Diplomaten. Artefakte finden. Dann würde ich sagen, suchen wir erst nach Artefakten, damit da niemand stirbt. Ach, Mann. Aria bringt uns ganz schön viel auf, nur damit wir ein paar Sachen finden. Hier scheint nichts dergleichen zu sein. Ja, wir müssen da runter. Oh, oh. Wo ist dieses? Da ist es. Oh Gott, das ist ganz schön weit. Toll, direkt davor stehen geblieben. Angefliegen. Okay, wir können da direkt rangehen. Ich könnte allerdings einmal den Scanner anmachen. Oh Gott, wir sind ja ganz schnell hier. Ich habe einmal draufgeklickt, nicht mal irgendwas gefunden. Varna ist ein großer Gesteinsplanet, der mit großen Mengen Trockeneis bedeckt ist, wodurch nur Spuren von Gasen für seine Atmosphäre übrig bleiben. Seine Uranvorkommen haben vor langer Zeit batterianische Bergarbeiter angezogen und als diese erschöpft waren, wandten sie sich dem Magnesium zu. Die Reaper haben die Kolonie vernichtet, indem sie Löcher in die Kuppelstädte geschossen und dann die Bewohner dem Erstickungstod überlassen haben. Einige Daten dazu und es gibt keine Leute mehr da drauf. Und wie soll ich jetzt da die... Ich habe Artefakte etwas gefunden. Okay, so. Danach muss ich direkt abhauen. Okay, es ist also keine Mission, so wie es aussieht, sondern einfach nur schnell einmal draufklicken, einen Moment warten. Und Schwarzmarkt-Artefakte. Das passt schon. Jetzt suche ich mal, ob hier noch mehr. Hier müssen noch mehr Kriegsaktivposten sein. Und die Reaper kommen näher und ich hau lieber ab. ULG-Sprung erfolgreich. Wir können jetzt noch zu Untrell. Vielleicht müssen wir abgeschleppt werden deswegen. Aber ich denke, wir schaffen es gerade noch so. 401 habe ich ja noch. Signal bestätigt. Da ist was. Und überall sind sofort wieder Reaper. Okay, in dem Wrack waren 100 Einheiten Treibstoff. Total sinnfrei. Okay, da ist allerdings wirklich was. Und das fliegen wir ganz schnell an und hauen dann ab. Arrek ist eine extrem heiße und feuchte Gartenwelt, bedeckt von Schimmel und Flechten. Und dann noch einige Daten dazu. Da sind wir richtig.
Mal sehen, was hier zu... Wow, 10.000 Credits. Einfach nur so? Ja. Einfach nur Credits. Und das waren alle Aktivposten. Und ich hau schnell ab. Ausweichen erfolgreich. Gott sei Dank verfolgen einen die Reaper nicht durch die Systeme auch noch. Also durch die verschiedenen Systeme. Ich habe etwas gefunden. Oh, Tatsache. Das ist gefährlich. Verush. Der Wasserstoff-Heliumgas-Gigant Verush ist nach einem alten batterianischen Monarchen benannt, dessen Reich mehrere Kontinente umspannt hat. Oh, ich habe die anderen Daten noch nicht vorgelesen. Werde ich gleich tun. Wo zur Hölle ist das? Ah, da. Treffer. Hoffe ich zumindest. Oh Gott. Waffen-Upgrade-Kit. Okay. Versuchen wir das auch nochmal. 300 Einheiten Treibstoff ist zwar ganz nett, aber irgendwie... Hier muss noch mehr sein. Da ist noch was. Oh ja, und da kommen sie auch schon. Karshan, die Heimatwelt der Batterianer, ist weniger ein Geheimnis als vielmehr eine einzige Lüge. Die batterianische Propaganda spricht von 15 Milliarden Einwohnern und einer Wirtschaft, die den Asari Paroli bieten könnte. Aber obwohl der legale Sklavenhandel die Gewinne der Batterianer in der Tat ein wenig erhöht hat, haben die Sanktionen der Citadel doch eher einen Papiertiger von einem Reich zurückgelassen. Das seine Rivalen mittlerweile durch terroristische Anschläge bekämpft, die zudem danach geleugnet werden, statt in ehrbaren Kriegen wie zu seiner Hochzeit vor einigen Jahrhunderten. Die Reaper werden von diesem Reich wahrscheinlich den Todesstoß versetzen. Es gibt praktisch keine Informationen über Karshan mehr, seit die Reaper die Kombaken zerstört haben. Aber batterianische Flüchtlinge sagen, der Widerstand habe ein Band zwischen den Bürgern entstehen lassen. Falls sich aus der Asche eine neue Regierung erhebt, könnte dieses Band vielleicht auch zu einer neuen batterianischen Gesellschaft führen. Einige Daten dazu und mal gucken, was wir darauf finden können. Vielleicht ein paar Flüchtlinge, die dann die Citadel überfluten werden. Und ein... Oh, der Pfeiler der Stärke. Den könnten wir den Batterianern mal zurückgeben. Erstmal müssen wir hier allerdings abhauen. Hier ist nämlich jetzt alles gefunden. So, dann fliegen wir erstmal zurück zur Citadel, da wir jetzt gleich zwei Sachen schnell abgeben können. Während die anderen Sachen dann doch wahrscheinlich mindestens eine Stunde dauern.